Liebes Publikum, liebe Anwesende, ich begrüße Sie recht herzlich an diesem schönen Nachmittag im Namen der Deutschen Selbstverwaltung und der schwäbischen Theatergruppe Kompagnal. Der heutige Nachmittag ist ein besonderer Nachmittag, denn ein neues Stück namens Resi wird aufgeführt. Dieses Stück hängt mit drei Wundern zusammen. Das erste Wunder ist, dass ein kleines Mädchen mit 12 Jahren, Theresia Puschowski, ein Tagebuch geschrieben hat über die damaligen Zeiten, als sie vertrieben wurden. Das zweite Wunder ist, dass dieses Tagebuch erhalten blieb und das Tagebuch inszenierte Frau Hartmann ein Theaterstück zu schreiben. Und das dritte Wunder ist, dass die Kompagnie das einstudiert hat und heute uns das vorführt. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung und ein großes Dankeschön möchte ich schon im Voraus der Kompagnie sagen überreichen. Es soll halt beginnen. Ich hab dir geschaut in die Augen, ich hab dir ins Herz hineingeblickt, ich hab dir geprüft deine Seele, als ich dich in der Nähe blieb. Ich suchte nicht Reichtum, nicht Perlen, ich suchte nicht Glanz und nicht Schön, geschlafen, aber es war sehr schön. Ach, ihr seid schon alle hier, alle meine Enkelkinder. Gut, dass ich heute einen Kuchen gemacht habe. Was war schön? Was war schön? Ich habe gerade ein Lied gehört, ein Liebeslied, was meine Mutter immer gesungen hat. Hat deine Mutter öfters mal gesungen? Ja. Oma. Ich habe gehört, als ich geboren wurde, am nächsten Tag hat meine Mutter den ganzen Tag dieses Lied gesungen. Oma, erzähl deine Geburtsgeschichte. Ach, meine Geburtsgeschichte habe ich schon euch so oft mal erzählt, Kinder. Macht nichts. Meine Lieblingsszene ist der Kirchenbaudog am Tag, als du geboren warst. Als du geboren warst. Oma, erzähle, aber auch schau mal nicht. Auf euer Mund, das höre ich so gerne. Ach nein, Kinder. Los, Mutter. Na was? Erzähle auch schwobisch. Oh, mein Kleines, du schon auch, setz dich. Na gut, werde auch dann erzählen. Wir sind 1937 in unser nächsten Haus gezogen. Und zu Hause wohnt wer von Kirchenplatz. Ich bin am Kirchenmaldung auf der Welt gekommen. Meine Eltern, meine Mutter, meine Vater und alle haben gestorben, große Freude gehabt. Meine Schwester Rosa auch. Sie war mit 7 Jahren älter wie ich. Wir waren stark für zusammen miteinander. Sie hat auf mir so alle aufpassen auf mir. Weil unsere Lehrer haben stark gefordert. Die sind auf die Feld gegangen, auf in die Weihnachten, Weihgarten gegangen. Einmal waren wir wieder, wir zwei daheim.
Szülöm, hogy vár is a máni, pojt fin fió, hogy mi hám mi tovmoj kajszn, un nohta mi tovmoj kajszn, hobi ek slófa. Mes vajszta, hogy te isz ksény, un szísza, fort, in de lopva sok cejéri, kum rádin kanga. Ám, hogy pini munda van, jajsz, ez le. Iho ksény, tazi a látszpint, de ez is a pojt finsztöt. I hab jo saustog auk Franzen prönzen schrem. Tast i noch pa ulicam kreinzen? Hat deine Schwester Ärger bekommen? Na, na, hat sie wohl jo Arno a kinsula moi. Oma, wenn du träumst, träumst du auf Deutsch oder auf Schomarisch? Oder auf Ungarisch? Ach, Kinder, das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt noch denken. Ich glaub, in die letzte Zeit träume ich auf Schomarisch. Und Harry Potter in schöne Lieder. Jetzt erzähle uns, von wem hast du Ungarisch gelernt? Hat von unserer Kindergärtnerin, von der Lenkenini. Was Kinder, ich habe eine starke schöne Stimme gehabt. Ich habe mir so alle Versinger auf die Fädogen und wo wann wo es war im Kindergarten, auf die Weihnachten und auf Mordertag. Auf Mordertag hab ich ein starkes, scheiß ungarisches Lied gesungen. Édesanyám, rózsafája. Te énekelsz a legszebben, te mondod legjobban magyarul. Te fogod anyák napján az édesanyákat ezzel a dallal köszönteni, jó? Ó, Velenka néni, ich kaute es nicht so gut. Rézikém, most ezt magyarul mond. Én ezt nem tudom. Dehogy nem, fog ez menni. Durch die Lieder und durch die Geschichten hat uns die Lenke Neni das Ungarische gelernt. Oma, was bedeutet Neni? Was, was, was? Tante? Was? Das verstehe ich nicht. Wart ihr mit eurer Kindergärtnerin verwandt? Na, 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 in kaltes Wün. Die Ungarn sagen zu jeder Frau Neni. Komisch. Und was sagen Sie zu den Männern? Was, was, was? Zu den Männern sagen Sie Onkel, Machi. Was? Das verstehe ich nicht. Sagen Sie das zu jedem, nicht nur zum richtigen Onkel? Ja, zu den jedem. Mau sagen Sie das. Lola, komm, wir spielen es vor. Oh. Du bist unser Lehrer, der Martin Schmidt. Stellt euch vor, dass wir zu unserem Lehrer Onkel Martin sagen würden. Ich komme mal zur Schule und grüße ihn. Guten Tag, Onkel Martin. Wie bitte? Wir sind doch nicht verwandt. Ich bin doch nicht dein Onkel. Das wäre oberfallig. Na, das war gut, Kinder. Sag was auf Ungarisch. Ach, gut. Isten áld meg a magyart. Jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart. Ha küzd ellenséggel. Ez is a zsabbe. Jó a kahumani metszruktrán. Warum weinst du? Was hat gerade gesprochen?
Ó, oh, mein Kind, das war die schönste ungarische Hymne, was wir so gerne gesungen haben. Das haben wir auch gesungen, weil der Zug von Schalmar weggefahren ist. Aber ich schaffe alles, ich schaffe alles, geht vorbei. Amoi haben wir immer gespielt, damoi bei uns. Wir haben ein Hutschenkot. Sei haben wir große Meute beim Kot. Wir Kinder haben Storken aufgekrabbelt auf dein Baum. Und wenn die Nachbarkinder auch zu uns sind gekommen, noch haben wir Brief durch den Zaun gespielt. Beim Gatter, oder beim feinsten Krumbienbumben. In deinem Sommer haben wir noch Frieden gehabt. Wir haben gemacht, dass das so bleibt. Das haben wir uns gar nicht vorgestellt. Das haben wir ja gar nicht gedacht, keiner, was noch alles kommen wird. Aber in deinem Sommer war noch alles schön. Wir haben gespielt, wir haben gelacht. Und wir haben stark viel aufgestellt. Gott sei Dank, dass ich herangekommen bin. So stark müde bin ich. Heute bin ich zu Fuß auf der Hutwart gegangen. Dort habe ich geweint und binden. Und Gott sei Dank. Jetzt bin ich schon fertig. Na, ich meine, jetzt gehe ich hinein und werde Radio losen. Vielleicht schlafe ich nicht ein. Vielleicht ist er König auch dabei.
Hát ez hát egy pangadni, ez egy csondi pangadni. Csánsz az hajlikot! Krisztina körül, szakad határ! Miért hinda van, stóad ne viri, szánok lehíkrány, mi hang szén, azt egy tehetsi szán, te hang tehets kráj,
Jönz ham szinte cukorkeim. Oj, mi ham a krauzi frekkot. Tape, ham sa porszidót, sa unce ekvártyot. Un, in uncen kugl, ham skaut. Tez volt i hauptkugl. Fatult ham az eisen, ti olli szidóden fatej. Im Hof kommt die Sidon, verbarm, zerbarm, absurd aufgesang. Dort kommt das Fleisch, die Flieren trocknen. Ahoi wird die Sau, ach ja, ach Hosen und Anten. Aus dem Fleisch sind 100 Flieren trocknen. Es war Sommer und es ist Sturm geworden gewesen. Der Koch hat am Fleisch die Flieren durchgeschlagen. Der Rösser ist fertig! Essen! Rézi, nem egyetek a húsból? Mert ha eztek a húsból, fájni fog, a hasad lázas lesz, hányni fog. Gyertek el innen! Nem, nem megyni! Mi maradni, nem menni, csak imbercukor! Vence, ámolj, fújgetátsz! Mindjárt szólok az ágynak és kikapni. Gyertek el innen gyorsan! Gyere, gyere! Megyünk már, megyünk már! Kaut se tam, fodi ven okn, sajn še ti teči furtkanla. A vaša cadi ven okn, san vida ti rusten kuma. Ti rusten san rekuma. Ejam si neklaj ti nuncari pajt. Mi han snost hod. I mi zn ovi in kölaki. Tej ham nuncen kuhln, die Funkanlage aufgestellt. Panorama, Panorama, ja Herr Poka. 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 Karandasch. Dankeschön. Hausfrau, kommen Sie! Panorama, ja, Herr Poka. Bringen Wasser ins Topf, wir kommen Fleischtaschen rein. Panorama, Panorama, ja, Herr Poka. Pinsen, du. Panorama, Panorama, ja, Herr Poka. Gyerekek, ne menni a fügyi tészta! Nem, oder! Fang se wieder an! Ti tejcsi szoldáttól sem menni semmit! Most a russzisértől sem menni! Ja, fangen! Ti tejcsen haben wenigstens Imbercukor geholt. Dej haben gar nichts. Fungit haben zum Play und Chai. Was ist ja Chai? Chai ist ein Tee. Hier sind ganz in Tag. Schloss Chai hier, Chai hier. Weil die Mutter und die Wabi ihr Eil haben ihn weit versteckt. Schnallisch, nicht so laut. Dobri večer. Dobri večer. Gdje hazjajka doma? Nam nužna Adjelaja i Paduški. Gdje Ana? Hausfrau! Hausfrau, kommen Sie! Die Kommandantin will Decken und Kissen haben. Was? Du hätt und Föste. Die Sidoden haben schon alles vorgenommen. Wir haben selber gar nichts mehr. Mit was soll ich meine Kinder und in dem Köln zudecken? Wie heißt denn die? Ja, Objektiv, ja. Na, Mode, gib's ihr, gib's ihr, geh, geh. Хорошо. Очень хорошо. Где подушки? Ты пусть-то. Ты пусть-то кабинетки. Ведь я карьер тухать могу фи майни кинде. Мит восту ли майни кинде цутейке? Не фэрштей. Как
kaži jej, ja čitaju ditro, istrejaju. I kao med me, maj malo za si dod. E iz... I vas ne dvoje iz. Unser Haus ist einmal mit Teichen, noch mit Russen fui. Was tue ich mir? Die haben alles fortgenommen. Wir haben selber gar nichts mehr. Und jetzt kommt der daher und nimmt auch das Rest mit. Tue ich mir der Frieden, tue ich mir verhungern. Tue ich mir krepieren, so seh's. Bistra, bistra, davaj, davaj. Na, Mutter, sei still, reit nix. Stoj. Stoj! Nimm sie, nimm vor. Proklatiuje Nemci. Ostro. Ostro. Kommen Sie, sitzen Sie am Tisch, trinken Sie. Das ist das Herr Major, seine Familie, die Enkelkinder. Schaut, Kinder, ich habe da zwei Enkel. Dve doceri, Diviati i Šestacaci. Zwei Enkelkinder, 9 und 16 Jahre. Wie mein ich mal, oh du liebe Gott, wie soll ich mir das alles ausholen? Nach langen, langen Wochen und Monaten zogen die Russen aus Schäumer ab. Wir wollten wieder in die Schule gehen. Klassen wollen. Aber leer. Uns blieb nur eine Tafel übrig. Wir haben Hokal und Schemel von zu Hause mitgenommen. Es war eine große, große Freude, dass wir wieder zur Schule gehen konnten. Es ist wieder Frühjahr geworden. Die Leute hat um alle gesagt, kalte Tante ist mir überlebt haben. Aber die Freude hat nicht lang gehabt. Es ist noch was Kummer, was gar kein Mensch nicht gerechnet hat. Die Vertreibung, die Gitterlepitisch. Alle Leute haben davon gereiht. Die Leute, die am 41. Jahr beim Zusammenschreiben, die Tschechien haben wir in Ungarn verlassen. Wir auch. Alle haben gesagt, warum müssen wir fort? Wir haben doch gar nichts da. Was wird mit uns? Wo werden wir hinkommen? Alle haben Freude. Aber da ist halt nichts Zeit. Alle haben müssen fortgehen. Die Leute alle haben ihre Häse, die Viecher, das Vögel, alles da losen müssen. Ein Glas Pingel in der Hand und fortgehen. Wir sind auch fort. Wir Kinder, wir haben auch unsere liebsten Tiere verscheinen müssen. Ich habe auch ein Kotzkot, die Chichi. Das habe ich müssen auch verscheinen. Ich kann mich noch kurz daran erinnern, wie mein letzter Schultag war. Oh, wie kuitig ist sie kurz? Hat sie einen Namen? Chichi heißt sie. Kannst du kurz nein? Nein, wir haben es selber sein kurz. Komm Chichi, ich nehme dich. Das, wenn du wieder heim kommst, kannst du wieder heim. Verkürzt, komm. Chichi kann kurz mal zu fangen. Mein Vater sagt der Geister,
Schaut um die Chichi. Sau, er geschickt die Katz. Wir müssen ja mal kriegen. Du kriegst dein Chichi zurück, weil ich dein Seng. Machst du nicht um zurück? Mein Bruder hat gesagt, dass wo die erste Schatz zurückkommt, am Heilplatz, hat sie sich auch geschenkt. Es kommt zurück. Was machst du mit deinen Postern? Wüsst es hom, wie das verstehe ich jetzt nicht. Mit keinen Titanen nicht mitnehmen. Wieso? Ich weiß es nicht, der Fodor sagt, dass ich nur ein Pingel mitnehmen kann. Nehmen Sie. Oder muss ich freilosen? Freilosen? Komm, geht's her. Wieso wollen wir jetzt herkommen? Seid schick es eigentlich. Dein Tom sind gut einen Tiefentischer finden. Wir schicken mit dem Tom einen Brief. Ein Liebesbrief? Ist ja gut, Mari, ist ja gut. Mein Kuckuck ist ein Pfiffiter Scheinge. Verzeihung, was verzeiht, der bringt Kerl in Wei? Jo, mein Vater hat den Köhler in Wei gezogen und ein bisschen ist nicht mehr fast gekommen. Der Pfiffi hat in Wei aufgesaufen. Aber ich höre, mein Vater schreit: Kommt raus, so hast du es noch nicht gesehen. Mir sehen, dass unsere Haut auf dem Kugel liegt und die Hirne zu verzeihen scheine Pfeile. Der ist grafiert, sagt meine Mutter. Mein Vater hat so gelacht. Na, sagt er. Der hat noch einen Rausch. Und einmal sehen wir, der arme Fifi. Und einmal sehen wir, dass der Fifi da will. Ein bisschen rechts, ein bisschen links. Wir haben in Fifi in den Stall eingekleidet, dass das so rauskommt. Ich sag's dir. Der Fifi darf kein Wein trinken. Ich werde schon auf ihm aufpassen. Und nicht aufstechen. Nein. Riesiglein, die Kinderlein, in die weite Welt hinein. Doch und durch, seht ihr wohl, ist gar wohl der Mut. Aber Riesiglein, so sehr, hat man kein. Ich einmal wünsch mir Glück, sag dir wie, bald bin ich zurück. Ein, zwei, drei ging vorbei, wüsste nicht, wer das wohl sei. Freude spricht, welch Gesicht kennt ihr sie nicht. Komm daher, ihr Schwesterlein. Schaut ihr kaum, ist auch hinein, ruft sie schon, Resikin, hol dein Entchen geschwind. Jó reggelt, gyerekek! Jó reggelt, Svisszkov tanító néni! Kikiriki! Csak ide, nem csak gyerekek járnak? Bocsánatot kérek, ez az én galambom volt. Nem tudjuk magunkkal vinni, ezért elhoztam. Hát, ha valaki befogadja. Én is elhoztam a Fifit, és Jócsi fog rá vigyázni addig, amíg vissza nem jön. Kinőttek már a tollai? A Fifi tollai messze földön a legszebbek tanítomé. Az én Csicsi cicám is itt van. Lett gazdája mindegyiknek? Igen, tanítónéni. Gyerekek, ma reggel együtt mondjuk el az imát. Okodunk az indízenak, szokvételig föl mich gebak. Ich lob und preise dich dafür und dank für alles Gute dir. Bewahre mich auf diesen Tag vor Sünde, Tod und jeder Plag. Und was ich denke, red und tu, das segne besser Vater du. O Engel Gottes, steh mir bei,
von heitem ich vor Sünden frei. Und diesen Tag ich bitte dich, erläute, schütz und leite mich. Maria, bitte an Gottes Thron, führ mich bei Jesus, deinem Sohn. Der hochgelobt sei alle Zeit, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Tanultunk egy szép magyar népdalt, amivel szeretnénk tőletek elbúcsúzni. A jó Isten legyen veletek, oltalmazza utatokat. Gondoljatok néha ránk. Itt hagyom a falutokat, sosállom. Elmegyek itt tőletek más országba. Csillagtalan sötéjjel jövök hozzád búcsút venni. Soha senki. Csillagtalan sötét éjjel jövök hozzád búcsút venni, hogy a könnyed meg ne lássa soha senki. Das war im Jahre 1996, 50 Jahre nach unserer Vertreibung von der Heimat aus Scheumar. In diesem Jahr reisten 300 Landsleute nach Scheumar zu Gedenkveranstaltungen. Ich kam mit meinem Enkelkind Julian an, der gerade so alt war, wie ich damals bei Vertreibung. Als ich ankam, eine gute Freundin von mir gab mir ein schönes Schaumarer Tracht, die ich dann sehr gern in Schaumar getragen habe. Matthias Thaller, auch ein vertriebener Musiker, verfasste ein Lied. Schöne Stern, Maria von Schaumar, das ich am Gedenkgottesdienst gesungen habe. Alle haben zu Tränen gerührt. Maria, du Schelm von Scheumar, vor dir wir jetzt nun stehen. Wir sind zu dir gekommen und grüßen diesen Ort. Wir sind zu dir gekommen und grüßen diesen Ort. Maki! Маті! Маті! Itt van ez a német nő. Tudod, meséltem róla. Aki itt született, itt van az unokájával. Meg szeretné nézni a házat. Mit akar ez itt nézni? Nincs itt semmi látnivaló. Milyen a régi? Kérem szépen, én csak unokának szeretném megmutatni a házat. Hol laktunk? Mit akarnak maguk elvinni innen? Menjen a dolgára, azt örüljön, hogy beengedik magukat még az országba. Jaj, Jolika, félreérti ezt a helyzetet, de ebből szerzett jószág, ebből vész. Marci bácsi, maga is menjen a fenébe. Menjen a fenébe. Er wünscht euch ein schönes Aufenthalt. Oma, wieso haben die Leute uns nicht reingelassen? Och, mein Kind, sie fürchten sie, dass wir zurückkommen. Ist schon egal. Danke, schon egal. Komm, jetzt werden wir zu meiner Freundin gehen. Sie ist neben uns gewohnt. Vielleicht wohnt sie noch immer dort. Komm.
fofez ízta. Franci! Franci! Az is kányzt mi, ne? Nézd, Krokko, mi ne trafiátuk is. Szafi, tejcsünk számít tovább. Na, kívánok. Ez klábi, ne? Ez klábi, ne? Und van itt ilyet így pusnczág, kum szá ne traf? Mi ne traf? Jaj, ez lehet. Hát ez hedi ne tányt. Hát tú hoztak me csícsik nyáma, tík hoc. Ez klábi, ne? Tú bízt ez rész. Hát jó, kum ilyen. Se fúfci hiúa, hobbit ilyen megszín. Franci, hát a fatáin tók, hobbis a auftrán. Jobb a szó a krauzi, Fred, az a diszék. Szó se évi tú piszt. Piszten feldok huma? Jó, jó, szóval feldok. Piszt mi famülító? Na, na, no mit ben engelt him. Mi Julián pinik huma. Grisgott. Grisnik out mi, hogy piszt tú? Die Tante fragt, wie alt du bist. Ach so, ne, joa, oi. Du kaufst? Du kaufst Schaumareisch? Na klar, in dieser Woche, in Schaumare, habe ich es mindestens 30 Mal sagen müssen. Kunz, aber bei uns ist nicht so neu wie in Deutschland. Tej szokta jejde, szognet szóvod. Tu bist wenigsten hampli, mint en hernad. Okay. Na kud, arra kány mened ne én haz. Unc is toákul a panypánk. Szájtszám ide? Tól számos toágász kauszti a rinnen. Jó. Ava, vász fa fózi tiek plekhányt hó? Na fa fóz? Hát fa tentrum noz. Und du bist noch immer so kalt wie früher. Ja, ja. Aber richtig wohl. Mich freut es stark, der Kwan. So wie die Kindorf, bald sehe ich kein Mensch mehr mit der schönen Schaumare-Tracke. Da haben sie alle umzogen. Warum hast du tun nicht? Sag mal sie alle. Warum so hier? Das freut mich. Na jo, hast recht. So sieht man wenigstens deine Drachselhaxen nicht, ne? Oh, Julian, da war ein grausi Pam. Gestern sehr oft drauf gesessen mit meiner Freundin. Kannst du dich erinnern? Einmal sind wir ganz auf ihrem Leitznasten aufgerappelt. Na jo. Du, aber ich nicht. Na ja, du warst doch mit Putschert. Ich war ein Traum, ich nicht. Ja, ja, wenn ich hinter dir schaue und sehe das Haus, denke ich auf den Tag, wo wir Omi in einem Bett geschlafen haben. Kannst du dich erinnern, bei unserer Lehre? Im Berggang was dann, haben wir miteinander zusammen geschlafen in einem Beit. Na ja, hat du im Beit und die unten. Na ja, mau nix, wo ist das auch vorgekommen. Oder wer? Ja, ist es. Da ist die Gatte. Da haben wir gespürt, wie oft haben wir da Brief da. Kannst du dich erinnern? Ah, wo ist die euch? Ich weiß nicht, wie sie heißt, und der Kuckerl. Resimani! Der ist gekommen, hat sie gesehen, hat sie mal schnell drauf, ein Topamo hat das ist erwischt. Und dabei ist sie hingeflogen. Ihre Haxen in der Hände. Und wir haben gesehen, dass sie nichts unten auch hat. Aber noch haben wir schnell Futter rein müssen. Na, die hätten wir schlecht gekriegt, wenn uns da erwischt hätten. Die heißen es leid, Resi. Die wollen die schöne Zeit. Oh. Du, was ist mit meinem Kotz, mein Chichi wohl? Na, was soll ich mit dem Kotz geschehen sein? Was vielleicht? Hat die Chichi hat sie sich im Stolz am Kreis hingelegt, die Mati hat Susi geheißen. Ja. Und die zwei haben sich gut verstanden. Ja. Und der Chichi ist auch geworden. Oh, wie na? Gut. Ich hab mich so gemacht, mein Chichi.
Ez Frömi. Sejnyi hula hoztó? Kut ezt a szokszt. Te is szobítak direkt fitie pró. Tohozt. Tohozt imszi. Schmeichelt der Tag gut? Na jo. Weißt du, warum das er dir gerade Kula braucht hat? Warum? Das ist was da rein. Ja, warum die nicht? Das kann ich richtig nicht glauben. Jetzt erzähl ich dir was. Gut. Dein Tag, wenn wir kurz sind gegangen, wenn der Kitalepitisch war, waren wir schon drin in den Waggon. Amúgy hívott kérd, a klázmásrend. Rézi! Rézi! Ihob naszksat van vagaun, und hinde diszidóden, hobi a klázmár, ste, szén, szihot hula indi hánykot, szihot amit kvint, mit sriet, Rézi! Rézi, nem zi, és szobi fájnál kóatn prát. Ava jobb sztilene, fájnál kájna. Hát a cúg is vajt volt. Vácsa. Mi vácsa, te már zolai. Jó. Tánc. Szitány. Veri a hula szék. Tengi olave. A ftie. A fungán. A fta heimat. Und vietz ma tótrin. Stoag van. Tein tók hauna. Ni fekaisen. Ez egy szégi estvi. Viticet fekaunga is. Jetzt muss ich auf Probe gehen. Auf Nacht werde ich singen hier. Kommst du auch mit? Ja, sicher, ich komme auch mit. Cool, was werden wir uns sehen. Servus. 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 Fitti Gaut. Bis Gaut. Komm. Oma, hier ist es so wunderschön. Wieso konntest du vor hier fortgehen? Ach, Julian, wir müssten von hier weg. Wir wären lieben, hier geblieben. Ich hab dich lieb, Omi. Ah, und ich auch dich. Och, mein Kind, nimm das. Das hab ich geschrieben. Für euch, für meine Enkelkinder. Das ist unsere Familiengeschichte. Hier habe ich alles geschrieben. Nimm das und erzähle alles weiter für deine Kinder. Vor 20 Jahren war ich das letzte Mal hier. Die Statue ist neu. Oh, da ist die Spitze auf. Hat deine Oma auch so einen Tag getragen? Na klar, schau mal dieses Foto an ihr Tagebuch. Obergeist, sind die Kinder in so einem Kleid herumgelaufen. Sie sehen aus wie alte Weiber. Keiner hat das so gesehen. Es war so selbstverständlich. Komm, ich zeige dir das Haus, wo meine Oma geboren wurde. Aber in welcher Richtung war das? Oh, Entschuldigung. Können Sie uns sagen, wo finden wir das Bauernhaus? Grüß euch, hallo. Dort ist ein links ein Tram. Und das dritte Haus, das ist es. Das ist das Bauernhaus. Dankeschön. Ade. 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 Wiedersehen. Was hat sie hier gesagt? Sie spricht auf Bayerisch. Ja. Meine Großmutter und das ganze Dorf hat damals so gesprochen. Wir Kinder haben es Schaumeirerisch genannt. Ich habe es gerne gehört. Hast du das auch gelernt? Nur ein paar Wörter. Die Klamotten, die alte Dame anhatte, ist ihre Tracht? Na klar, aber nur die Älteren tragen es noch. Die Jüngeren sahen schon damals aus wie wir. Jeans, T-Shirt, ganz normal.
Regénia! Here is this house. Wunderschön renoviert. Komm, gehen wir rein. Jó napot kívánok! Guten Tag! Guten Tag! Können wir vielleicht das Haus anschauen? Guten Tag, gerne! Kommen Sie hinein! Das Haus wurde 1937 gebaut und gehörte der Familie Poschowski. Meine Oma ist in diesem Haus geboren. Wollen Sie sagen, Sie sind der Julian? Woher kennen Sie mich? Ich kenne die Familiengeschichte aus dem Tagebuch von Resi, Ihrer Oma. Das will ich nicht glauben. Vor 20 Jahren war ich das letzte Mal hier. Meine Großmutter wollte mir das Haus zeigen. Aber man hat uns nicht hineingelassen. Und jetzt, nach 20 Jahren, bin ich wieder hier. Nur meine Oma ist vor 2 Jahren gestorben. Es tut mir leid. Das vordere Zimmer und die Küche sind so eingerichtet wie damals. Alle Möbel waren weg. Nur diese heilige Bilder. Die sind was ganz Besonderes. Diese kenne ich. Die waren bei meiner Urgroßeltern in Bretten. Wie kommen diese Bilder hierher? Die Opa hat es uns geschenkt, als er gehört hat, dass aus dem alten Haus ein Museum wird. So hängen diese Bilder nach 70 Jahren genau an derselben Stelle, wo sie ursprünglich waren. Und das soll auch so bleiben. Und noch etwas. Ich habe auch das Tagebuch von ihrer Großmutter, Resi. Es ist ein Schatz, ein unglaubliches Zeitdokument. Naja, für sie ist Schaumart doch immer ihr Heimat geblieben, wie sie das in ihrem Tagebuch geschrieben hat. Darf ich das vorlesen? Gerne. Zum Schluss möchte ich allen meinen Landsleuten ein herzliches Behüt euch Gott sagen, den Vertriebenen und den Daheimgebliebenen. Und ich wünsche mir, dass unsere Nachkommen nie vergessen, wo ihre Wurzeln sind. Mögen auch sie bei Maria, dem Stern von Schäumer, Trost und Hilfe finden. Du hast uns immer begleitet auf jedem Schritt und Tritt. Du warst für uns die Hoffnung in dieser neuen Welt. Du warst für
barátaink, ezek a gyerekek olyan teljesítményt nyújtottak, hogy név szerint szeretném őket bemutatni. Egy éve dolgozunk ezen a darabon, szabad idejükben a kompanály próbáira jöttek. Onnan kezdem. Radnai Tamás a Vörösvári Schiller Gimnáziumban. A Solymár iskolából harmadik osztályos. Jól, Laci, nagy reménységünk, ahogy látták, kedves hölgyeim és uraim, van itt színészi talentum. És a legkisebb tehetségünk, Pap Marci, most lesz elsős. A negyedikes kitartásáért nagy köszönet! Villand Dórika és Villand Villő. Köszönjük nekik! A gyönyörű pacsirtánkat, énekes madarunkat, dicséret illeti, Kürt Letícia! Král Lola gyönyörűen beszélt németül, ugye? Dicséret! És Handa Rozi Nagykovácsiból hatodikos, hetedik. Hozzátartozik, hogy nincsenek sváb gyökerei, de úgy bazsebálta a svábot, hogy az van. Olyan értelemben nincs, hogy otthon nem hallja ezt a sváb szót, ugye? Neki meg kellett tanulni, így van. Köszönjük szépen, na nézzük a felnőtteket, aki még nem ismeri őket. A gyerekek guboljanak le, picit úgy, és gyertek egy kicsit előrébb, jó? Gyertek egy lépést előrébb. Bocs Fanni, köszönjük Julián barátnőjeket! Anna Kati az iskola német-magyar szakos tanára, 5. osztályfőnök, a Rozi anyukája. Köszönjük, Kati! Lánteri, mint Lenke óvó néni. Nagyon jó! Ami Marika néni nélkül nincs sváb darab. Lány Marci, köszönjük szépen! Mint Chef Koch, ugye? Láttuk. Nagyon szépen köszönjük Leányvári Hildának Vörösváron. Gabicsek Bercinek köszönjük a nagy teljesítményt, mindig számít. Mentesi Jóskának hallottátok, milyen jól beszél oroszul. Richholm Erik is 7 éve minden színdarabban részt vesz. Köszönjük, Erik, szerintem. Tusek Hildának nagyon szépen köszönjük a háttérmunkát is, és a színészi teljesítményt. Ernő, mint Matyi, fantasztikus vagy. És Robinak nagyon köszönjük a német ruhákat, mert valamelyik ismerőse, ugye? Robi, valamelyik ismerőse. Tartogatja otthon a pincében. És Hönig Évikének köszönjük, mekkora! És legvégül, aki a darabot a hátán cipelte, hatalmas tapsot érdemel, Babicsek Márta! Sváb szöveget szokta javítani, egy nagy köszönetet mondani, szerintem a korosztályunkból Rigó Jenőné, Helebranteri nagyon jól beszél még svábul, és mindig segítőkészen áll a rendelkezésünkre. Deli, ezt a virágot szeretném neked átadni. Köszönöm szépen!
virágátadásosat. Bocsánat, ez a fehér.